Guten Morgen, ihr Lieben. Hi. Also bei uns ist es zumindest morgen. Ja, als allererstes, da ja dieses Video, wie versprochen, Ostermontag hochgeladen wird, wünschen wir euch noch frohe Ostern. Eine schöne Ostereiersuche. Ja, genau. Ja, und heute geht es ja wieder um Tipps und Tricks rund ums Wohnmobil. Und da möchten wir euch natürlich unsere Idee für ein Vorzelt Light, was auch Safari-Room genannt wird, ja, nicht vorenthalten. Da habe ich eine Idee gefunden und ja, schaut es euch gleich mal an. Was ich natürlich vorhin gemeint habe, muss mich korrigieren, ist der zweite Teil zu Tipps und Tricks für die Markise am Wohnmobil. Und jetzt habe ich das Teil hier schon mal ausgepackt. Alles, was ihr dazu braucht, ist auch wieder nur die Kederleiste an eurer Markise. Es wird hier eingezogen, wie schon auch mit dem Sonnensegel. Um das Ganze jetzt zu befestigen an eurem Gestänge von der Markise, sind hier Klettverschlüsse, also ein Klettband ist da dran, was ihr dann einfach hier festmachen könnt, vielleicht auch einmal umwickeln, wie es finnisch ist, einmal umwickeln und verschließen. Das Ganze zieht sich bis hier runter, also habe ich zwei dran gemacht, dass man da das schön befestigen kann. Vorführeffekt. Dann muss es hier unten einfach mit Heringen befestigt werden und auf der anderen Seite eben auch noch mal ein bisschen festgemacht mit den anderen. Auf der anderen Seite sind auch solche Klettbänder und wie es dann nachher aussieht, zeigen wir euch gleich. Wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt die Vorderseite auch schon mit Heringen unten im Boden befestigt. Auch auf der anderen Seite haben wir dann hier mit dem Klettband an der Stange das Ganze noch einmal befestigt, sodass es doch ein bisschen Halt hat. Und jetzt haben wir schon einmal das Seitenteil hier oben eingefädelt, an der, wo man die Kurbel einsetzt, an der Vorrichtung. Und dann kann ich das nämlich hier auch noch mal an der Markise fixieren. Und auch hier habe ich dann Schlaufen angebracht, die ich dann, wenn es recht stürmisch sein sollte oder recht windig sein sollte, stürmisch ist ja eher dann nichts, aber windig, kann ich das hier also auch noch mal fixieren. Ist es hier jetzt auch an den Stangen befestigt durch die Schlaufen und durch das Klettband. Und hier unten hat Chris jetzt auch schon mal die Heringe reingeklopft, sodass es hier auch ein bisschen mehr Halt hat. Also wenn es windig sein sollte, habt ihr da einen schönen Windschutz unter eurer Markise. Und wir haben das erprobt im Wintercamping an Silvester. Es ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Es ist natürlich ja, nicht professionell, es ist halt Marke Eigenbau, aber es erfüllt seinen Zweck, den es erfüllen sollte. Also alles, was ihr dazu braucht, sind dann für diese Variante insgesamt 4 Duschvorhänge, wobei ein Duschvorhang, wenn man sich das überlegt, um die 12,99 Euro ungefähr kostet. Wenn er im Angebot ist, vielleicht sogar noch günstiger. Das Kederband. Auf diese Länge habe ich jetzt ungefähr 14 Euro, wenn ich es überschlage, ausgegeben. Ja, und halt, das ist dann natürlich nicht wirklich teuer, das Klettband und das Saumband auf Meterware, da müsst ihr schauen. Also, wenn man es mal so will, statt für unsere Größe jetzt der Markise um die 700 Euro für einen Safari-Room dann zu investieren, haben wir uns überlegt, okay, wir testen das aus, es funktioniert auch. Und
Es ist eben unsere Variante, Markeneigenbau, und da seid ihr unter 70 Euro einfach dabei. Und das ist doch eine tolle Idee. Da könnt ihr euch so einiges beim Campen, wenn ihr unterwegs seid, dann so gönnen für euch selber, Wellness oder. Also jeder wie er mag, das ist ja jedem die eigene Entscheidung. Ja, und dann sind wir mit dem zweiten Teil dann soweit fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest-Ostermontag und ja, allzeit gute Fahrt und bis bald. Tschüss.